Herzlich willkommen zu einer weiteren astrologischen Analyse. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte mich als allererstes einmal herzlich bei dir bedanken, wenn du ein Kanal-Abo hast. Wenn du keines hast, bekomm eins und abonniere gerne meinen Kanal. Über 4000 Abonnenten. Also der Kanal wächst wahnsinnig schnell und ich bin unglaublich dankbar und freue mich natürlich, wenn du zuhörst, wenn du meine Videos teilst, Daumen nach oben gibst, kommentierst. Also das hilft dem Kanal und das hilft natürlich auch mir bei meiner Arbeit, dass ich das weitermachen kann, was ich natürlich sehr gerne mache und auch liebe. Wir kommen zum Neumondhoroskop im Monat März. Und dieser Neumond findet in einem Fischezeichen statt. Und Fischezeichen ist ja so ein bisschen so dieses Jenseitige, das Träumende, das ist so ein bisschen so was Auflösendes, das hat alles so ein bisschen eine Qualität, die teilweise auch vom Spirituellen her nicht so ganz irdisch erscheint. Also wie ein bisschen außerirdisch, unter Anführungszeichen, nicht ganz normal alles abläuft. Und wir haben natürlich zusätzlich zu Sonne, Mond, die sich da im Fischezeichen begegnen. Auch den Mars, der da mitmischt, der jetzt noch im Wassermann ist, also im Uranischen, im Sturm und Drang eigentlich auch, im Revolutionären, der mischt da mit und macht eine gewisse Unruhe eigentlich auf Sonne und auch auf Mond. Das ist eine emotionale Unruhe, das kann emotionaler Stress sein, das kann eine Überlastung auch ein bisschen vom Nervlichen her sein. Also das ist auf jeden Fall viel Energie, die da durchfließt und das kann auch sein, dass du vielleicht unruhig schläfst oder das Gefühl hast, schwer zur Ruhe zu kommen. Und das wird dich jetzt auch noch ein bisschen begleiten. Ja. Es wird allerdings dann leichter, wenn der Mars dann auch in die Fische geht, das lindert sich dann, aber momentan ist es noch ein bisschen aufgebracht alles. Das nächste, was wir drauf haben bei diesem Horoskop, ist ja der Pluto, und Pluto ist ja ein Wassermann und der macht ein Sextil hin, also der bildet ein Sextil zum Merkur. Jetzt ist ein Sextil an sich nicht so, ist eigentlich positiv zu bewerten, aber da, wo der Merkur steht, jetzt an der Schwelle zwischen Fische und Widder, kann das noch einmal auf der einen Seite so ein bisschen so ein Push werden, das kann so ein Energieschub werden, dass man das Gefühl hat, ich möchte jetzt was umsetzen, was Neues umsetzen. Es kann aber auch über Pluto ein bisschen so dieses Gefühl sein, du hast das Gefühl, du musst jetzt etwas ändern, du musst jetzt etwas neu machen, es gehört etwas anders umgesetzt, es gehört vielleicht irgendwo auch was ausgesprochen. Aber man hat das Gefühl, man weiß nicht ganz genau, wo man anfangen soll. Also man sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht so dieses berühmte Sprichwort. Das trifft zu, wenn ich sage, ich habe ganz viele Gedanken, Ideen, Möglichkeiten, die sich da auch vielleicht auftun, die positiv ausschauen und ich dann gar nicht mehr weiß, wo fange ich denn an, was mache ich denn zuerst, dann kann auch diese vielen Möglichkeiten eigentlich auch zu einer Gefangenheit werden. Und das nächste, was natürlich drauf ist und was dem Merkur jetzt nicht unbedingt so dienlich ist, ist die Konjunktion zum Neptun. Und die verlässt er zwar jetzt, aber diese Konjunktion zum Neptun ist einfach auch noch einmal Konzentrationsmängel, Vergesslichkeit. Das kann eine gewisse Müdigkeit sein. Das kann so sein, dass ich immer wieder den Faden wo verliere. Und das kann aber auf der anderen Seite auch sein, dass ich wirklich so ganz stark mit meiner Intuition verbunden bin und immer mehr nach innen schauen kann. Also es ist eine gute Zeit, innezuhalten und wirklich die eigene Wirklichkeit gut wahrzunehmen. Also das alles Innere auszuloten und da ganz, ganz bei dir zu sein und ganz zu dir zu kommen und dich auch mit dir zu beschäftigen. Also das ist auf jeden Fall ein Zeichen, wo man sagt, na, da kann was nach innen gehen. Das ist eine Reise auch ins Innere, in dein Inneres, wo du dann auch bewusster werden solltest und auch bewusst werden kannst. Ja? Also dieser große Trubel von diesem persönlichen Planeten im Wassermann löst sich ja alles, was ich bei den letzten Videos immer gesagt habe. Was wir drauf haben, ist natürlich Uranus Quadrat zu Mars und das ist schon sehr explosiv. Das ist eine Unfallskonstellation, Uranus in Stier, Mars im Wassermann.
ist also ein verstärkter Mars. Also das ist zum einen auch dieses revolutionäre Drängen, dieser Drang nach Umbruch, dass sich da etwas tut, dass vielleicht eine Unzufriedenheit größer wird, dass da wirklich viel grundsätzliche Energie und Potenzial da ist. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, das können auch überraschende Wendungen in der Materie sein. Das können Schwankungen im Geldkurs sein. Ja, also das wäre da durchaus möglich. Das kann allerdings auch heißen, dass es auch im Volk, im Völkischen irgendwo Trennungen gibt, immer mehr Unzufriedenheiten, so dass die Stimmung eher immer mehr kippt, ja, und dass da immer mehr so diese Parteien, das Spalterische, dass das auch größer wird und dadurch auch immer mehr so Konflikte herrschen. Uranus, Quadrat, Mars ist natürlich auch was. Wir denken jetzt auch an die ganzen Morde, die wir haben, diese Femizide, die da jetzt überall auch stattfinden. Also das ist natürlich auch etwas Plötzliches, etwas Überraschendes, was einbricht, ja, was über andere einbricht von der Energie her. Und da passt das natürlich auch ganz gut, dass womöglich eben die Sicherheit jetzt irgendwo so auch ja in Aufruhr ist, wo man nicht das Gefühl hat, wirklich sicher zu sein. Dieser Uranus im Stier macht noch ein Sextil, bildet ein Sextil hin zur Sonne und zum Mond, was an sich positiv wäre, aber durch diese labile Stellung der Sonne im Fische und diese übersensitive Stellung des Monds in den Fischen macht das auch noch einmal Unruhe und Stress rein. Also mach dir diese Tage wirklich bewusst und auch so die nächsten ein, zwei Wochen. Entstresst dich immer wieder, erde dich gut und werde immer klar. Denn das ist eine wahnsinnige Belastungsenergie, weil eben so viel dann auf dich einprasselt. Das kann positiv wie negativ sein. Und das ist ja auch ein Thema von Pluto in Wassermann, ist ja auch diese Ohnmacht durch die Freiheit. Das heißt, theoretisch ist alles da, theoretisch kommt ganz viel rein, aber eigentlich bist du gefangen. Ja? Und das ist eben wirklich so diese Überlastung des Nervensystems. Der Körper hat einen anderen Rhythmus. Der Körper ist sicher auch was, oder dass der Mensch an sich, und davon bin ich schon überzeugt, stellt sich auch energetisch ein, dass da ein anderer Rhythmus ist. Also wir werden da schon schneller, da kommt auch mehr im Fluss. Aber dafür muss halt einfach mal wirklich immer wieder so eine Wiederaufladephase, ein Recharging stattfinden, wo man wirklich sagt, okay, da komme ich wieder zu mir, da komme ich wieder bei mir an und spüre mich auch trotz all dieser Umbrüche oder all dieser enormen Chancen, die sich da abspielen. Ja. Was auch ist, ist immer bitte Vorsicht, auch in diesen Zeiten, das ist noch einmal vor, ich nenne es jetzt religiöse Verblendung oder ideologische Verblendung. Also da einfach nicht zu hoch hinausfliegen oder glauben, dass jetzt der Erlöser oder irgendjemand hat jetzt den Plan und jemand weiß was, was ich nicht weiß. Also das ist alles Irrsinn. Und das geht da in die Irre. Also das stimmt einfach, das ist nicht stimmig, das ist nicht in Ordnung. Und es geht darum, deine positive Autorität in deinen eigenen Bildern und Visionen zu finden. Du musst ein Bild haben und die muss positiv. Und dieses Bild sollte positiv sein, dass du sagst, das ist jetzt auch für mein Leben momentan relevant. Das hat Relevanz für dein konkretes Leben. Da, wo du stehst, da, wo du hin willst, müssen diese Bilder, diese Visionen dich selber weitertragen. Das hilft dir nicht weiter, irgendeine Vision übergestülpt zu bekommen oder zu glauben, ja, da weiß jetzt jemand mehr als ich weiß. Und dann letzten Endes verwirrt es dich nur oder macht es dich nur irre oder verunsichert dich noch mehr, weil eh schon viel zu viel Stress auf dir lastet. Das heißt, lass dich bitte nicht verrückt machen, lass dich nicht wahnsinnig machen. Es kann auch sein, dass das eine Zeit der Enttäuschung ist, wo man sagt, ich habe mich vielleicht da jetzt in irgendwas gesteigert, was jetzt auch zerbrechen kann. Aber das wäre einfach so meine Bitte oder mein Aufruf an dich. Bitte sei vorsichtig, sei bewusst und lass dich nicht irgendwo reinfallen in irgendwelche Traumbilder oder sonstige Erlösergedanken oder sonst was, das irgendwo die Hilfe, die Rettung kommt von außen. Nein, die muss natürlich immer aus dir selber kommen. Und eben mit dieser Mars-Uranus-Spannung, die wir drinnen haben, jetzt wird es sicher noch. So wird so die nächste Zeit sicher eine sehr
aufgeladene Zeit und wo es auch immer darum geht, aufpassen eben bei, ich sage es immer wieder, also beim Autofahren, beim Verkehr, bei allem, was schnell geht, beim Sport natürlich auch aufpassen. Das kann natürlich auch was sein, dass man immer wieder so Internet, so Technikausfälle auch kriegt. Das ist natürlich da auch drinnen unter diesen Vorzeichen. Und ich male jetzt kein Blackout aus, sondern es ist einfach mal, dass da irgendwas kaputt wird, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und leider lässt sich aber, mein Gott, das lässt sich alles, alles Materielle lässt sich irgendwie ersetzen und ist ja schon nicht so dieses Drama. Ja, es ist natürlich auch immer noch diese gewisse Dynamik mit drinnen, mit Neptun, Venus, so dieses Träumen von der Liebe ein bisschen und diese Sehnsucht, jemanden zu finden oder jemanden zu haben. Und da ist es auf jeden Fall auch immer gut, sich wieder auch klar zu machen, was suche ich denn eigentlich? Ja? Was stelle ich mir denn vor? Wer soll denn da in meinem Team, wer soll an meiner Seite sein? Und dass ich nicht in irgendwelche Liebesträumereien zu verirren, die vielleicht schnell mal aufpoppen können in dieser Auf- und Ab-Periode, sondern einfach klar für dich zu unterscheiden oder wahrzunehmen, passt die Person, die ich da treffe, zu mir, sind meine Vorstellungen auch gerecht, entsprechen die auch meinen Standards. Also da bitte einfach das alles mal überprüfen. Und dann schaut es eigentlich schon ganz gut aus. Also die Möglichkeiten sind ja da. Wir haben enorme Energie, wir haben ganz viel Kraft. Wir dürfen nur diese Kraft nicht immer in den Kopf raufschieben, sondern sie soll auch mal beim Hintern bleiben, um das Bild zu bemühen, dass du Dinge umsetzen kannst. Das heißt, geh in eine Umsetzung, setze jeden Tag etwas um, das dich deinen Zielen, deinen Visionen näher bringt und du wirst merken, da wirst du sehr positiv unterstützt in diesen Tagen. Also bleib dran, aufs Ziel zu, deine Dinge umsetzen. Und auch wenn du jetzt vielleicht den Plan noch nicht so hast, die Vision jetzt noch nicht hast, dann fang bei dem an, was du sehen kannst. Und da meine ich ganz konkret deinen Haushalt zum Beispiel. Dann sag mal, okay, gehört vielleicht mal die Küche geputzt, gehört einmal, keine Ahnung, ein Zimmer gestrichen oder gehört mal was ausgemistet. Dann mach sowas. Ja? Aber mach mehr und denk weniger. Das würde ich dir da auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal eine gute, gute Zeit. Am 10.3., wie gesagt, findet der Neumond statt und das Horoskop ist immer so ein bisschen so, ja, März, April rein, dann Neumond, so Neugeburt. Und dann schau mal, was sich bei dir tut. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne unten rein. Nochmal herzlichen Dank für dein Abo. Und wenn du noch nicht abonniert hast, freue ich mich natürlich, wenn du mich abonnierst und auch das Video natürlich teilst und weiterleitest. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja demnächst mal live bei einem Workshop in Linz oder bei einer Sitzung auch auf Zoom oder einer astrologischen Beratung. Würde mich freuen. Natürlich immer live in Linz oder auch per Zoom. Und diesen Sonntag, also kommenden Sonntag, das heißt, das wäre dann der, muss ich nochmal Kalender bemühen. Natürlich ist ja eh der 10. März. Also diesen Sonntag bei Neumond findet ein Ahnenworkshop bei mir statt. Das heißt, Ahnenarbeit, schamanische Ahnenarbeit, ein ganz intensiver Workshop. Und vielleicht interessiert dich das ja und du bist dabei. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Linz. Tschüss, dein Oliver Reini.